Hallo, mein Name ist Andreas Hasse. Ich bin bei Logitech verantwortlich für den Bereich Harmony in Europa. Und was wir hier heute auf der IFA präsentieren, kann man zweifelsohne als die nächste Generation der Universalfernbedienung bezeichnen. Die herkömmlichen Universalfernbedienungen haben in der Vergangenheit eigentlich nur Geräte an sich gesteuert. Wir sind durch die kombinierte Signal-Sender-Abfolge, klingt ein bisschen kompliziert, in der Lage, verschiedene Geräte auf einmal zu starten. Das bedeutet, wenn ich die Harmony in die Hand nehme, kann ich auf Knopfdruck die Aktivität Fernsehen wählen. Und wenn ich auf die Aktivität Fernsehen drücke, springt automatisch mein Fernseher auf den richtigen Kanal. Meine Set-Top-Box oder mein Surround-System würde automatisch starten und ich brauche keine andere Fernbedienung oder keinen anderen Knopf mehr drücken. Alles startet automatisch. Was wir jetzt zur IFA auch rausgebracht haben, ist ein kleiner Hub, der auf der einen Seite erst einmal die versteckte Gerätepräsentation ermöglicht. Das heißt, ich kann über diesen kleinen Hub meine gesamten Videorekorder, auch eine PlayStation oder eine Wii, in einem Schrank versteckt aufbewahren. Und dadurch, dass dieser kleine Hub die Kommunikation übernimmt, kann ich also völlig sichtfrei arbeiten. Darüber hinaus, über diese sichtfreie Arbeitsweise, kann ich direkt auch mein Smart Device, also sprich ein iPhone oder ein Android, zur Steuerung der Geräte erst einmal verwenden. Und ich habe durch diese Bauart-bedingte Art des Hubs die Möglichkeit, ganz neue Technologien zu unterstützen. Das heißt, wir waren in der Vergangenheit bei einer Universalfernbedienung immer im Bereich Infrarot. Ich kann heute aufgrund von Bluetooth-Unterstützung, WLAN-Unterstützung, Technologien wie Philips Hue, Nest, Apple TV unterstützen, was natürlich eine ganz andere Möglichkeit nochmal bietet, eben mit diesen Aktivitäten zu arbeiten, weil ich jetzt auf Knopfdruck, wenn ich zum Beispiel wieder auf Film schauen gehe, sogar mein Philips Hue-System entsprechend dimmen könnte, was sehr, sehr komfortabel ist. Darüber hinaus steht Harmony eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren für eine ganz einfache Installation. Das heißt, ich habe eine riesige Gerätedatenbank, muss nichts manuell einstellen, sondern kann tatsächlich Computer- und Menü gesteuert über ein sehr leichtes Abfragesystem die Installation in wenigen Minuten abschließen, sodass ich ganz schnell eben diesen Modus erreiche, wie eben gezeigt, auf Knopfdruck meinen Fernseher starte zum Beispiel. Und das alles ist dazu auch noch erschwinglich. Also diese ganze Thematik mit den Aktivitäten geht bei uns bei einem unverbindlichen Verkaufspreis von 39,95 los. Das ist eine Harmony 350. Wir bewegen uns dann im Bereich eines Displays bei ca. 79 Euro. Wer aber diese komplette, wie eben beschrieben, Harmony Experience haben möchte, der muss dann tatsächlich erst einmal mit einem Hub anfangen, den es bereits schon für 99 Euro gibt, in Kombination allerdings schon mit einem Handteil dann für 279 zu erhalten ist. Und um das abzurunden, um die alphanumerischen Eingaben gerade für diese Applikationen oder auch einen Apple TV einfacher zu gestalten, haben wir auch noch ein Keyboard dazu als Bundle gelauncht, sodass ich tatsächlich modular verschiedenste Möglichkeiten habe. Und all das bekomme ich tatsächlich auch einzeln. Das heißt, ich muss es nicht kombiniert kaufen. Ich kann tatsächlich erst einmal mit 99 Euro anfangen und mein Smartphone als Steuerungsmöglichkeit benutzen.